So, Herr Kalkowel, jetzt möchte ich Ihnen mal Ihr Büro zeigen, wie wir es ausgestattet haben, mit der Möglichkeit, all Ihre Wünsche dann auch tatsächlich erfüllt zu finden. Wir haben hier einmal ein tolles 5.1-Tonsystem eingebaut mit Atmos-Kanälen, damit der Ton, wie Sie es sich gewünscht haben, wie im Kino ist und Ihre Filmsammlung auch wirklich zur Geltung kommt. Wir haben einen tollen Subwoofer dazu gemacht, damit die vielen Raumschiffe, die man hier im Bild sehen kann. Das ist der Subwoofer? Das ist der Subwoofer, ja. Aus wie eine kleine Waschmaschine. Ja, der lässt aber die Hosenbeine flattern, im Gegensatz zur Waschmaschine, die nur Krach macht. Sehr geil. Und das sind die großen, die fetten Hauptlautsprecher. Genau, denn Sie hatten sich gewünscht, auch wirklich Musik hier drin hören zu können. Ja. Ob es nun vom Blu-ray kommt oder von Ihrer Madness-CD-Sammlung, völlig egal. So ein toller Lautsprecher sorgt dafür, dass Sie auch wirklich ganz tollen Klang haben bei Musik. Und alles, was für Musik gut ist, ist auch für den Filmton gut. Denn dann hören Sie wirklich jedes kleine Detail. Ah, Scheiben, die zerspringen, Gläser, die irgendwo umfallen, flüsternde Menschen. All das wird hierüber perfekt wiedergespielt. Und die da oben sind jetzt wofür? Was ist das? Das sind die speziellen Effektkanäle, die dafür sorgen, dass Sie wie im Kino in einer Klangglocke sitzen und das Flugzeug oder Raumschiff oder ein Sharknado wirklich hier durchs Büro tobt und nicht nur einfach ein laues Lüftchen durch Ihr Büro weht. Dafür werden die speziell eingesetzt. Und wenn Sie Musik hören, Studioaufnahmen zum Beispiel, dann können Sie mit unseren tollen Klangprogrammen in verschiedene Konzerthallen sich begeben. Sie können einen richtigen Live-Charakter in Ihre ganz normale Studio-CD bekommen. So wird Musik wieder zu einem ganz neuen Erlebnis. Das ist echter Klavierlack, wie bei unseren großen Flügeln. Das muss ich ja auch, weil am Anfang habe ich ja überlegt, als ich gefragt wurde, ob ich schwarz oder weiß haben will. Und da habe ich ja erst überlegt, ob ich schwarz mache, weil ich eigentlich schwarz lieber mag. So. Aber weil alles hier drumherum weiß ist und auch die Möbel weiß sind, haben wir dann weiß gemacht. Und ich finde, das ist jetzt sieht es ja aus, als wenn das ist ja Tarnfarbe. Wir haben die Lautsprecher versteckt. Zum Glück haben Sie Vorhänge, die tondurchlässig sind. Sie haben ja zum Glück kein Samt oder Brokat hängen. Zum Glück habe ich so billige Vorhänge. Das habe ich gewusst. Irgendwann kommt mir das zugute, dass ich da gespart habe. Daher konnten wir die Lautsprecher hinter dem Vorhang platzieren. Normalerweise, wenn man das macht, dann ist der Hochton weg. Das ist für die ganzen Technik-Nerds mal unter euch. Klar, sagt ihr, Lautsprecher hinterm Vorhang, dann ist doch alles, klingt komisch. Nein, unsere Einmessautomatik kann das korrigieren. Jetzt möchte ich Ihnen natürlich auch gerne das Kino an sich einmal vorstellen. Wir haben unseren Super-Duper-Receiver hingestellt als Wunschlos-Sorglos-Maschine, damit eben diese ganzen Share- und Connect-Funktionen gegeben sind. Und ich habe jetzt mal Ihren vorhandenen Blu-ray-Player genommen und dort eine Testdisk eingelegt und zeige Ihnen mal die einzelnen Kanäle und was es bedeutet, dass man eben speziell auch diese zusätzlichen Höhen, diese Atmos-Kanäle genutzt hat. Also das ist jetzt wirklich ein bisschen unfair, wenn man das jetzt, versuchen soll zu erklären. Also wer mal in einem großen IMAX war oder in den ganz großen Kinos, die ja auch immer vorher diese Shows manchmal noch machen, so eine Sound- und Lichtshow und so, wo du das alles hast, es hat sich genauso angehört. Ich kann es jetzt nur, ich lüge nicht, was ist so. Also es hat sich wirklich genauso angehört. Das heißt, dass man hörte, wo oben, unten, ist ein Vogel ist einmal hier rumgeflogen. Den habt ihr irgendwo so flattern gehört. Der dachte, ihr vielleicht, der ist in einer Pfütze gelandet hier. Aber in Wirklichkeit ist er einmal hier rumgeflogen. Komplett. Und zwar oben, nicht unten. Man kann sogar hören, wo. Und der Regen und der Donner, als es gedonnert hat, kann sein, dass gleich die Nachbarn klingeln oder die Polizei. Weil ich weiß nicht, wie sich das draußen anhört, weil das war hier wirklich, als wenn ein Erdbeben ist. Also das war gigantisch. Das hört sich richtig, richtig geil an, ja. Also und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, ein Sharknado tobt hier durch, dann tobt der hier auch wirklich durch. Diskussionslos. Den höre ich ja überall, wo wir da drin schreien, wenn wir da drin gefangen sind. Ja. Dann kann man die Haie und die Fische einzeln heraushören im Sharknado. Genau so sieht es aus. Im Auge des Orkans, ja toll. Thank you.
das wumst. Also das ist sowohl, dass man den, man hört den ganzen Raum. Also man ist so in der, wie in der Kugel drin. Das ist der Vorteil von einem richtig schönen Standlautsprecher. Der Klang hat viel mehr Körper. Ja. So nennt man das. Und das macht diese Fülle und diese ganze Räumlichkeit dann einfach noch spektakulärer. Großartig. Es ist wirklich, wirklich geil. Und auch da ist es cool. So, da gibt es nachher entweder über die App oder über die Fernbedienung die quasi gewünschte Einknopfbedienung. Wir haben hier 4 Tasten von 1 bis 4. Da können wir... Das kriege ich gerade noch so hin. Das ist ja, mir auch wichtig. Da programmieren wir Ihre Haupt-Use-Cases, also so, wie Sie das System am meisten nutzen, drauf. Da stellt man nämlich nur einmal ein und speichert das ab. Und Sie müssen nur wissen, okay, auf 1 ist Fernsehen gucken, auf 2 ist Blu-ray okay. Gucken. Dann schaltet der Receiver automatisch ein, der Fernseher dazu. Und Sie müssen nicht mehr denken, einfach hinsetzen. Und diese Universalfernbedienung, die alles Mögliche bei Ihnen im Haus steuert, darüber können Sie es machen. Sie können über die Musicast-App das Ganze steuern. Oder wenn gar nichts geht, dann nehmen Sie halt alles die Fernbedienung, mit der Sie im Zweifel die ganze Elektronik auch steuern können. Sodass egal wie die Situation ist, egal ob das Telefon geladen ist oder nicht, und man sich gerade ärgert, oh, jetzt habe ich das Telefon oben vergessen im Schlafzimmer und jetzt kann ich es nicht steuern, das, ist ja das auch wird nicht passieren. Ja. Ein genauso wichtiger Arbeitsplatz wie die Kinoecke, das hatten Sie uns ja erzählt. Wir haben jetzt hier einen tollen Aktivlautsprecher. Das ist eine Mischung aus Studiotechnik und Hi-Fi-Technik. Das heißt, wenn Sie hier ein Screening machen, dann hat es wirklich einen sehr neutralen Klangcharakter, damit Sie die Stimmen auch klar verstehen und erkennen können. Und das ist auch super fürs Musikhören. Denn gerade wenn man jetzt so Popmusik, handgemachte Rockmusik hört, ist das absolut schön und total einfach in der Bedienung. Denn wie Ihr altes Lautsprechersystem auch, ist das einfach mit einem USB-Kabel am Rechner angeschlossen. Okay. Und das war's. Das heißt, ich habe den Rechnerton habe ich hier sofort, sowieso genau. drauf. Wenn Sie jetzt also Musik starten. Oben über AirPlay. Da kannst du zum Beispiel genau die einzelnen Lautstärken. Ah, jetzt geht's los. Okay, das heißt, hier sehe ich, das ist die Einstellung, wo ich was machen kann. Das ist jetzt hier mein Schreibtisch-Sound. So ist es. Ist natürlich jetzt auch undankbar, das hier vorzumachen, weil egal wer jetzt wo was hört, wird das ja wahrscheinlich über, was weiß ich, iPad oder Handy oder sonst was oder zu Hause auf dem Rechner und kann das nicht hören wie hier. Aber man kann trotzdem mal versuchen zu zeigen, was da für ein Wumms hinter ist, wenn du das hochholst. Versteht nicht, ich kann auch Küche. Ja, anmachen von hier. Genau, wir haben auch deine Büroküche ausgestattet mit einem tollen kleinen Streaming-Lautsprecher. Und ich kann hier auch in den Saal. Genau. Also hier in den Rest des Raumes. Ja. Rein ins mit Kino. Was ich jetzt mal mache. Mit den Lautsprechern, die hier drüber sind. Das ist schon sehr geil. Und das muss ich auch echt sagen. Der Sound hier ist. Also vergleichbar wie mit richtig großen Dingern. Also das habe ich so habe ich jedenfalls hier noch nicht hören können vorher. Du hast häufig Bildbearbeitung und schreibst dabei. Du kannst jetzt von hier aus auch Bild und Ton auf deinen Fernseher legen und die ganze Schreibarbeit nur auf dem Rechner machen. Für mich ist immer das Problem, wenn ich schreibe und jetzt zum Beispiel für Schläferz schreibe, dann habe ich hier Dateien, da schreibe ich, dann habe ich nochmal eine Datei oder so, wo nochmal Infos drauf sind, ne, zur Geschichte. Und dann habe ich einen Screener, so, ne, wo ich dann eben das gucke. Und das alles nebeneinander ist schon nervig manchmal. Ja. Weil man muss das Bild ja auch möglichst groß sehen, damit man irgendwie was erkennen kann. Jetzt hast du hier über die Kinoanlage, aber wenn du es hier haben möchtest, dann können wir über die App TV-Gerät, den Receiver und diese Lautsprecher einfach miteinander verbinden. Okay. Ich bin mal so dreist und mach das hier mal kurz. Ich wähle einfach den Eingang, wähle die Handschellen und verbinde das mit dem Schreibtisch, bestätige und dann mache ich den Schreibtisch mal. Auto, und jetzt habe ich es hier. Ich wurde dabei sogar schon einmal gefressen, wenn das ich mich ist geil. Erinnere. Und ich kann trotzdem. Und wieso ist da jetzt schon wieder. Und ich kann trotzdem hierüber den Film steuern. So ist es. Sehr gut. Kann hier den Film steuern, den ich gucke. Und kann hier schreiben. Ja, perfekt. Ja. Kann man nicht meckern. Jetzt sind wir in der Küche. Und auch da war ja die Anforderung, Ton aus dem Arbeitsbereich hier mit hernehmen zu können, um weiter zu hören.
Auch das ist ganz einfach möglich. Wir haben hier einen tollen kleinen Streaming-Lautsprecher mit Uhrzeit und Radio untergebracht, dass Sie auch tägliche Nachrichten einfach hier empfangen können. Und über die Musiccast-App von Yamaha kann man jetzt das Kalkkino mit diesem Radio zum Beispiel verbinden. Das ist ganz einfach. Man muss die verbinden. Das kann man ganz gut mit Handschellen machen. Darum haben wir hier so ein kleines Handschellenzeichen. Man wählt sich das Zielgerät aus. Das ist die Küche. Das heißt, jetzt kommt es von jetzt in die Küche, genau. Genau. Von man bestätigt mit OK und es kommt jetzt vom Schreibtisch hierher in die Küche. Das können wir auch einmal proven. Eine Elektrohand mit Kreissäge. Da höre ich mich selber. Noch alles verständlich nachvollziehen. In Schläferz. Ich kann mich hören und mit mir selber mich unterhalten. Im Zweifel kann man da einen ganz wunderbaren Dialog mit sich halten. Ah, perfekt. Das heißt, ich habe Ton jetzt überall gleichzeitig und kann auswählen, an welchen Stellen ich es genau haben will und kann das weiter durchmachen. Ja, super. Hervorragend. Und Uhrzeit habe ich auch noch drauf. Und das Allergeilste, ich kann jetzt sogar auf dem Klo weiterhören. Ja, aber das mache ich mal alleine. Ne? Man muss nicht alles auf Film demonstrieren.